Und bei mir im Studio ist jetzt Anna Eisenberg vom Museumsdienst Hamburg. Sie organisiert Führungen und kennt sich daher bestens aus in der Hamburger Museumslandschaft. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Eisenberg, was genau erwartet die Menschen denn so an Neuheiten bei diesem Museumstag See for Free? In diesem Jahr sind einige neue Museen mit dabei, unter anderem das Achilles-Stiftung Glasmuseum, das Glaskunst zeigt, das FC St. Pauli Museum, das Film- und Fernsehmuseum und das Wasserforum. Im Wasserforum gibt es ein tolles Programm für die ganze Familie rund um die Wasserversorgung in Hamburg. Und es gibt auch eine Mitmachstation für Kinder, wo es um den Wasserkreislauf geht. Jetzt nehmen ja insgesamt 47 Museen teil, das ist ja ganz schön viel. Wie kann man denn da einen Überblick behalten? Also auf unserer Website, da findet man das gesamte Rahmenprogramm, was man dort auch nach Themen, Sprachen, Zeiten und Museen filtern kann. Und dann kann man sich auch mit dem Meine Tour-Tool seine ganz persönliche Museumsroute zusammenstellen. Jetzt haben im vergangenen Jahr 70.000 Menschen sich das angeguckt, 70.000 Besucher hatten sie. Das ist schön für Sie, führte aber auch zu langen Schlangen. Wie kann man die denn vermeiden? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps? Ja, ist tatsächlich ein Geheimtipp wäre das Universitätsmuseum. Das bietet ein tolles Programm und da gibt es in der Regel keine Schlangen. Dort gibt es neben englischen und deutschen Führungen auch eine gerappte Führung. Dort gibt es Schnipseljagden über den Unicampus und es gibt auch eine Führung zu Fakt oder Fiktion. Jetzt gibt es ja auch immer ganz besondere Führungen an diesem Museumstag. Wie ist das? Muss man sich da anmelden? Gibt es da noch Plätze oder sind die schon restlos ausgebucht? Nee, also für viele Führungsangebote muss man sich nicht anmelden. Und da hat zum Beispiel die Kunsthalle ein tolles Angebot in vielen verschiedenen Sprachen. Da gibt es zum Beispiel Welcome-Führungen, die auf Arabisch und Deutsch, Farsi und Deutsch sowie Ukrainisch und Deutsch stattfinden. Dann sage ich Dankeschön, viel Erfolg für den Museumstag und danke für den Besuch, Frau Eisenberg vom Museumsdienst Hamburg. Vielen Dank.